So, ich hatte es ja angekündigt. Wir sind wieder im Kobo Außenposten und wir können ja mal ganz kurz unseren grünen Daumen nochmal befriedigen. Okay, das ist wirklich beeindruckend. Aber hallo. Du hast eine neue Spezies gefunden. Was? Nach dem Einpflanzen gebe ich dir Einzelheiten. So, okay. Dann müssen wir mal hier ganz kurz... Ich könnte einige dieser Samen einpflanzen. Müssen wir mal ganz kurz jäten. Kümmere dich um deine Pflanzen, Freunde, und hör auf sie. Das ist neu. Pili hat bestimmt mehr Informationen. Ändern wir mal was. No, alles weg. Ist ja ein recht kleines Beet. So, und dann pflanzen wir. Marin ist echt süß. Aber nicht Story-relevantes. Ja, alles klar. Ja, das ist ja, das wäre ja dann zu doof, ne? Aber stimmt, das kann man auch mal offstream machen. Aber die Story sollte man schon komplett dann, wenn man schon anfängt zu streamen, ne, dann sollte man auch die komplette Story dann haben. Hab's damals bei Elden Ring tatsächlich nicht so gemacht. Ne, da habe ich dann auch vieles Offstream aufgenommen, aber das lag daran, weil ich, das war ja mein erstes Spiel und ich wollte ja Affiliate werden. Und dann hat mir einer gesagt, ey, stream nicht so viel, wenn du nur einen Zuschauer hast, kann's dann kaum erwarten, ist das voll schwierig, Affiliate zu werden. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ich will trotzdem mein Let's Play weitermachen. Ne? Also habe ich dann einfach Offstream das gemacht. Aber wie gesagt, das war halt dann nur dem geschuldet, dass ich Affiliate werden wollte. Ach je, was ist das denn? Ach, das ist ein großes Beet. Ach, verdammt. Oh, ihr kleines Beet nochmal hier. Das ist die Stelle. Glockenblaustern, faszinierend. Seine Blume Glockenblaustern hat einen sehr ungewöhnlichen Duft, den sie beim Blühen aus dem Moos zieht. Ich finde ihn sehr angenehm. Genau, Outresident. Das war am, lass mich mal überlegen, am 25.02.22. Damit habe ich angefangen mit Elden Ring. Damit hat die Reise begonnen sozusagen. Pili ist ein Gärtner. Den habe ich gefunden. Wo waren wir? Ach ja, wegen meines enormen Angeltalents wurde ich zu der geheimnisvollen Undan geführt. Ich sehe es noch vor mir. Der kleine Skuva wird in die schwarzmäulige Höhle geschoben. Da war eine kaum zu erkennende Gestalt, die im Mondlicht glitzerte. Ich schrubbte mir die Augen, wie ein alter Matrose das Deck. Und da war sie. Eine enorme Kreatur. Große Tentakel ragten aus ihrem Speck, wie Kabel aus einem Treibstofftank. Ein Tentakel zuckte in die Luft, knapp über meinem Kopf und zack! Genau auf den Schädel, wurde mir erzählt. Ich stolperte aus der Höhle wie eine Landratte beim ersten Besuch auf Deck. Aber noch etwas passierte. Er labert, ne? Ich glaube, als der Tentakel mich traf, hat Undan etwas direkt aus meinem Gehirn genommen und etwas anderes hineingesteckt. Sie hat etwas in dein Gehirn gesteckt? Ei, Junge. Die große Kunst des Fischfangs. Die Kunst der Konzentration. Und in der Dunkelheit, mit allein den Borsten auf deinem Kinn als Gesellschaft, ist diese Konzentration sehr wichtig. Von diesem Tag an, jedes Mal, wenn ich die Angel ins eisige Wasser warf,
kriege ich immer einen Fisch. 3 von 7 Mal. Das ist weniger als die Hälfte. Mein Dorf sagte, ich werde alle vor der großen Fischknappheit retten. Ich ahnte ja nicht, dass schon bald die Grapnel an unserer Küste anlegen würde. Ich nehme an, das ist was Schlechtes. Vielleicht, Junge. Vielleicht auch nicht. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Alles klar. Und Noobforder kann ich komplett verstehen. Und das sollte auf jeden Fall nicht der Antrieb sein, dass du dann, wenn es dir schlecht geht, dann streamst, ne? Okay, wir haben 2 Fische. Wir haben einmal den Tankstatus sauber. Aber wie können wir denn die Viecher sehen, ne? Da oben ist ein gesammelter Fische, Kragenmolch und Glottsamkrabbe. Ich kann da nichts erkennen. Bin denen mal Terminator Resistance spielen. Dir noch viel Spaß, Out Resident, viel Spaß. Terminator Resistance? Ist das ein neues Spiel? Nach Ravis Tod sind die Bedlam Raiders angeschlagen. Das macht sie gefährlich. Sie waren schon vorher nicht gerade harmlos. Nein, waren sie nicht. Ich werde mich um den Außenposten kümmern. Die Raiders könnten zuschlagen, wenn sie denken, dass wir verwundbar sind. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Das weiß ich. Und ich werde warten. Alles klar. Sie, irgendein Rat zu dem Kampf gegen Dagon? Oh, 2016. Zu meiner Zeit habe ich ihm unzählige Male bei Übungskämpfen zugesehen. Er ist wahrlich ein wilder Krieger. PC oder Konsole? Letzte Frage. Also zeigt am besten keine. Wenn es nur so einfach wäre. Ich weiß. Warum scheinen unsere Gegner immer in der Lage zu sein, unsere Schwächen auszunutzen? 2019 PC. Alles klar, dann viel Spaß. So, wir gucken mal. Wir gucken mal in den Laden und wir können jetzt endlich einen Bonuslot uns holen. Das ist nice. Das wird mir nützlich sein. Und ich werde jetzt auch mal gucken, dass wir vielleicht mal andere Bonusse uns einfach mal so gönnen, um zu gucken. Das hier scheint Ihnen zu gefallen. Weil wir haben jetzt genug Erfahrungspunkte auch so gesammelt. Den Rest machen wir ja dann durch normale Quests und so weiter, weil wir sind ja jetzt schon recht mächtig, denke ich mal. Ach, hier haben wir ja. Warum sucht die Brut dich auf Coruscant? Ist das zurzeit nicht ohnehin ein gefährliches Pflaster für dich? Lass uns nicht drüber reden. Gute Antwort. Also, eine Scharfschütze namens Geth Mido sucht in einem Fleischverarbeitungsbetrieb nach dir. Sie hat ein paar Helfer dabei. Aber wenn du die Anführerin erledigst, sollte der Rest abhauen. Dann alles konzentrieren klar. Wir uns auf unser Ziel. Gut. Ich will nicht, dass dir was passiert. Es fängt gerade an, gut zu laufen, Kerl. In der Dönerfabrik, ne? In der Dönerfabrik, da waren wir ja schon mal. So. Aufgeladener Schuss Querschläger. Du sabberst ja förmlich. Hecken B1, B2 Druiden hecken. Auch nice. Das mit dem Schießen, ich weiß nicht, ob das jetzt gefixt wurde. Das müssten wir dann auch nochmal gucken. B2 Druiden hacken ist natürlich auch nice. Das nehme ich. Mucke ist immer noch legendär. Ich konnte den Mogu erlegen. Es war nicht einfach. Das ist es bei einem Mogu nie. Sie sind gnadenlos. Sogar noch am Rande des Todes. Manche Tiere können Arbeiten auf einer Farm verrichten. Ein Mogu definitiv nicht. Gut gemacht, Kerl. Du bist ein großartiger Jäger. Werde ich definitiv, Buddy. Man sieht sich. Werde ich definitiv. So. Ich
hatte ja angekündigt, dass ich noch... Warum ist das noch rot hier? Versperrter Weg. Also gibt es noch mehrere Sachen, die wir echt noch nicht drauf haben, ne? Aber hier könnten wir noch hoch und dann das Gerücht machen, oder? Ist aber auch so weit weg, ne? Wir haben auch noch ein Gerücht. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Hauptquest weiter. Um die Gerüchte kümmern wir uns dann noch. Wo ging's denn jetzt lang? Hier. Wir nehmen hier unser Reittier und dann geht's wieder nach oben. Jetzt können wir nämlich endlich hier lang. Und hier gibt's ja auch ein Gerücht. Dann können wir das hier. Dann können wir natürlich das Gerücht als erstes machen. Das war wieder ein Fail von mir. Alles klar. Sag mal, jetzt steig mal ab da. So. Verdammt, was jetzt? Nein, jetzt. Falls du zu den Raiders gehörst, ich will keinen Ärger. Ganz ruhig, zu denen gehören wir nicht. Und auch nicht zum Imperium. Was willst du dann? Wir wollen den Berg besteigen. Was kannst du mir über ihn erzählen? Du musst verrückt sein, darauf zu gehen. Aber was weiß ich schon? Der Aufstieg war für die meisten schon tödlich, bevor das Imperium aufgekreuzt ist. Du solltest umkehren. So, folgendes. Wir haben da oben haben wir auch so einen Ballon. Aber warum? Hä? Okay. Oh Mann. Ach du Scheiße. Nimm das. Da, du Feigling. Ich verpasse. Bleib, wo du bist. Jetzt du. Wie ist das? Drei sind echt mies. Uiuiui. Komm zurück. Stimms, könnte ich nicht. Abgeblockt. Ich bin okay. Spürst du das? Wird Zeit, dich zu erledigen. Greif an. Ich bin... Ey, das ist nämlich erwischt. Dann brauchen wir nur zwei Schläge, dann ist er tot. Aber trotzdem jetzt nicht so geil eben. Kommen wir da hoch? Shit. Autsch. Auch wirklich ein Stem. Will uns jetzt mal gucken, was das mit dem Ballon da auf sich hat. Der wird ja nicht umsonst hier sein, oder? Nein. Ach hier, da können wir auch noch was runterziehen. Druidenlackierung, wie haben wir denn die bekommen?
sehen wir es uns an. Prospektorennetzwerk. Die Prospektoren auf Kobo legten eine gitterartige Reihe aus Sparren und Gebäuden an, die nicht ungefährlich ihr Netzwerk von Ausgrabungsplätzen miteinander verbinden. Für Außenstehende sieht es aus, als würden sie direkt aus dem Felsen wachsen. Ach, hier haben wir was zerstört und dann haben wir das bekommen, die Lackierung. Okay, ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Danke für den Auftritt. So, jetzt haben wir natürlich ein paar Stims verloren. Das ist jetzt nicht so geil. Hier vorne ist ja noch ein Medipunkt. Sehr gut. Bergaufstieg. Genau, hier sind wir das letzte Mal verzweifelt. Ne? Da hat mir ja der Katzenhirsch gesagt, die grünen Türen... Losgehen, BD? Die grünen Türen später. Und da hat er recht. Ne? Sonst wäre ich hier wahrscheinlich eine halbe Stunde lang verzweifelt. Geht mir auf für Nüsse. Ey, ich kann den nicht ausweichen, ne? Ey, dieser Typ, der da hinten die ganze Zeit ballert. Der ging mir echt auf den Sack. Das hat mich das 2 Stims gekostet. Unnötig, unnötig. Okay, hier haben wir eine Truhe. Dünner Schnurrbart und Unterlippenbart. Oh, hab ich mich wieder erschrocken. Hä? Ich hänge fest. Ich hänge fest. Schon sein. Da unten ist so ein Fass. Ach, da ist ein Truppler mit einem Flammenwerfer. Schau mal ganz kurz.
Das sah echt nicht danach aus, ne? Oh mein Gott. Ein Nest voller Schauderpeden. Grease wird diese Geschichte lieben. Schnurrbart und Unterlippenbart. Moment mal. Ich glaube, der sieht ganz cool aus. Einmal dünn und einmal... Jetzt sieht er aus wie D'Artagnan. Das gefällt mir. So, da unten haben wir auch was. Alles klar, diese Kisten, die festgekettet sind, die muss man einmal hochheben, einmal runterknallen lassen und dann gibt's was Feines. Unterwegs zu Sektor. Moment, was ist das? Sieht aus wie aus den Klon. Es kreist an! Abgestürzter T-Jäger, das Wrack eines imperialen T-Jägers, das anscheinend während einer Routinepatrouille von einem Schiff aus den Klonkriegen abgeschossen wurde. Könnte das der Lucrehold gewesen sein? Brauchen wir definitiv ein Stim. So, wie geht's denn hier weiter? Da unten war ich auch noch nicht, ne? Da ist auch eine Truhe. Bin ich da nicht gleich rüber gejumpt? Frage ich mich gerade. Kobo-Stachler. Bomberhose, nice. Kerl, mein Junge. Oh, dich erwartet ein Genuss. Ach, was angelst du? Ich jage den wilden Mii-Fisch. Der Mii-Fisch. Wusstest du, dass der Mii der erste Fisch war, den der kleine Skuva gefangen hat? Muss ein anstrengender Tag gewesen sein. Ei, ich war damals gerade mal so groß. Der kleine Skuva ist geradewegs ins Maul der Kreatur geschwommen. Arschbombe rein, mal gucken. Jetzt holt er ihn. Wupp. Ein Mii-Fisch. Aber ich war so zäh, dass sie mich kein bisschen verdaut hatte, bevor meine Freunde uns rausgefischt hatten. Klingt, als hätte es eher dich gefangen. Ei, erinnert mich an früher. Bleib da, Junge, dann erzähle ich eine Geschichte. Die Geschichte hören wir uns dann in der Kneipe an. Das ist immer ein bisschen einfacher, mit Musik im Hintergrund. Toa meinte, wir sollten uns diese Kammer näher ansehen. Oh, und hier haben wir eine Kammer. Das ist natürlich nice. Ich glaube, da werde ich auch gleich mal reingehen. Ich hole mal ganz kurz die beiden Jungs her. Zack, zack. Wir schauen noch mal. Aber ich glaube... Das ist doch ganz cool. Ups. Wenn wir schon mal hier unten sind, ne, dass wir bevor den Aufgang machen, werden wir hier jetzt mal gucken, was sich in der Kammer so verbirgt.